in der Ecke erstmal beibringen. Das ist der Unterdruck. Technik ist für mich Treffen mit Landung, alles gleichzeitig fertig. Ich treffe den Ball und ich bin gelandet und mein Körper ist stabil, bin zur Bewegung, mein Kopf bleibt gerade. Im Moment, wenn ich den Ball treffe, bin ich mit dem Körper komplett fertig und ruhig. Guckt euch nachher mal die Spieler an, die im Hinterfeld mit dem Ball treffen, hier in der Halle. Komplett fertig und ruhig sind. Zeigt mir die 8 von den 34. Und dann sagt euch, scheiße, denkst mal, können das hier 500 machen. Und wir Trainer wissen nicht, welche 34 wir einladen wollen. Das kriegen wir hin. Bitte? Das kriegen wir hin. Ein Knock zu ja. Gehen. Also das war dieser Rhythmus. Das gleiche für die Vorhand-Ecke zu sehen. Ja? Ich mache hier bewusst. Das ist das gleiche Prinzip. Das kriegen Kinder, die einfach so erzogen werden, schnell rein, weil das ist einfach. Das ist erstmal immer das Gleiche. Ich schiele auch am Netz zu Anfang immer. Jetzt werdet ihr mir sagen, ja, aber ich bin mal in der Luft und mal bin ich Erstbein und dann und mal bin ich hier. Mit dem gleichzeitig seid ihr meines Erachtens zu 80% okay. Und das ist für mich der Einstieg in die Kinderausbildung. Und wenn sie dieses Muster beherrschen, dann kann ich auch die Variante machen. Wenn ich ihn zu Anfang gleich zeige und wenn du offensiv bist, dann bist du in der Luft. Und wenn du defensiv bist, dann das Bein. Das geht nicht, das geht nicht. Mein Gefühl, dass das zu viel ist. Mit einfachen Mustern, die passen einfach. When you make the scissor on the backward, would you land with both legs or would you land with the left and then with the right? Okay, both legs. Es ist ein bisschen beide, weil es ist die Drucksituation. Hm. Ja? Es ist nicht die. Hm. Ruhe. Ich denke aber auch für mich, wenn ich da gucke, ich sage zu Anfang dazu nichts zu den Spielern, sondern ich will sehen, es gibt manche, weiß ich in meiner Gruppe, machen so, 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 ja, wenn die Pille treffen, schnell rauskommen und Balance haben, sollen sie von mir aus so oder so oder so. Da würde ich vielleicht reingehen, wenn ich merke, sie haben in der Ecke ein Problem. Dann würde ich erst in die Detailkiste, weil ich sage, das geht gar nicht. Scheiße, wie kann ich dem helfen? Das geht gar nicht. Meine Erfahrung ist aber, dass sie mit dieser Grundtechnik verdammt gut, Alex ist Dienstags dabei, wir haben ein paar Leute trainieren, zweimal die Woche, aber ich glaube, sie haben über diese Grundtechniken verdammt viel Sicherheit schon gewonnen. Ohne Details, weil das schaffe ich nicht. Das sind so 16, 17 Leute, Level von hier bis da. Ja. Wenn ich da in Details gehe, dann bla 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 und die anderen machen, weiß ich nicht. Okay. Aber ihr seid noch dran. Weil 2 Minuten liegen wir noch drauf. Nehmt mal folgende Bewegung aus, weil das macht Spaß. Mika, am Strand haben wir das letzte Jahr in Dänemark gemacht. Ne? Spaß, wir fahren mal nach Dänemark hin. Ne? Und dann diese Bewegung zu machen, aus dem Start, hinterkreuzen mit dem Außenbalancieren. So federt. Und dann setzt ihr ab. So, mit Kindern machen. Ich mache das mit Kindern. Ich zeige denen das so und sage, macht. Und dann lasse ich die erstmal machen. Das ist erstmal, oh, geht so. Mache ich aber nächstes Mal wieder. Haarkorrekturen. Nach 2,5, 3 Monaten, wenn ihr so eine Übung im Aufwärmprogramm drin habt, kommen die das plötzlich ganz gut aus. Dann mache ich die Übung im Hinterfeld und dann denke ich, oh ja, jetzt sind sie im Hinterfeld klar. Geht nochmal drauf, geht nochmal selber rein, dieses hinzukriegen, tief unter Balance. Ja, mach mal selber fühlen, weil. Ihr müsst es euren Spielern beibringen. Ihr könnt es ihnen nicht nur erzählen. Ihr müsst ein bisschen was zeigen.